Hallo zusammen. Ihr seht mich hier mal wieder im Wintergarten, weil ich jetzt hier ein ganz kurzes Video machen möchte über eine neue App, die ich vor einigen Minuten entdeckt habe. Die nennt sich Reopen EU, eine App der Europäischen Union, über die Reiseregeln in allen EU-Ländern. Gut, oder? Mehrsprachig. Und sollte für die Planung der nächsten Wochen sicherlich wichtig sein, zumal die sich auch hier laufend aktualisiert. Ich stelle euch die gleich mal vor. Den Link zu dieser App findet ihr in der Videobeschreibung und dann öffnet sich Folgendes. Google Play oder Apple App Store. Für beides geeignet. Also in meinem Fall Apple App Store. Dauert ein bisschen. Und jetzt, ich habe es mir schon aufs Handy runtergeladen, aber am Tablet kann man es jetzt besser sehen. Ich mache das jetzt mal hier so. So, die App ist runtergeladen, jetzt wird sie geöffnet, ne? Und sieht dann so aus. Ich klicke mich da mal durch und zeige euch die wichtigsten Sachen. So, beim Öffnen kommt natürlich noch eine Meldung. Aufgrund der Häufigkeit von Aktualisierung und so weiter, lest es euch durch. Ich verlinke euch das nochmal unten. Ja, und zeige ich. Diese Reopen EU App gibt es jetzt seit 2 Monaten. Hier gibt es einmal die Möglichkeit, getroffene Maßnahmen zu sehen und auch einen Reiseplan einzugeben und oben rechts in der Ecke auch die Sprache. Da das eine EU App ist, denke ich mal, dass die besten Informationen auf Englisch verfügbar sind. Aber natürlich werde ich jetzt hier erstmal in Deutsch weitermachen. So, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Man sucht sich hier ein Land aus. Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark und so weiter. Ja, suchen wir uns mal Spanien aus. Und dann weiter. Jetzt kommen die allgemeinen Informationen zu Spanien, welche Bedeutung die Farben auf der Karte haben. Und so weiter. Ja, kann man hier besser sehen, wenn man das Ganze ein bisschen kleiner macht und nach links schiebt. Ja, wo sind die Inzidenzgebiete? Wo ist es gut? Wo ist es schlecht? Und da kann man die letzte Aktualisierung sehen. Heute ist der 15.06. Letzte Aktualisierung 15.06. Nicht übel. Ja, ob man mit dem Auto einfährt oder ob man hier mit dem Flieger kommt, ja, alles drin, was zu diesem Land zur Verfügung steht. Wenn ich jetzt also meine Route Richtung Spanien plane, ist es ja auch sinnvoll, dass ich mir mal zum Beispiel angucke, wie ich denn durch Frankreich durchkomme. Dazu gibt es hier den Punkt Reiseplan. Dann öffnet sich dieses Fenster. Ursprungsland, Durchfahren, Zielort. Ich gebe das jetzt mal. So. Deutschland, Frankreich, Zielort Spanien. Und hier findet man die Links in alle wichtigen Sinne. Nicht mehr und nicht weniger, aber ich denke mal für eure Reiseplanung sicherlich ein starkes Instrument, zumal hier alles geballt ist. Ich die Webseite des Auswärtigen Amtes habe, hier alle Ansprechpartner drin finde und so weiter. Viel Spaß beim Stöbern. Und auch viel Spaß in eurer eigenen Reise. Ihr seht, ein nützliches Tool. Einfach mal, um ein bisschen mehr Sicherheit in meine eigene Reiseplanung zu bekommen. Gut ist natürlich auch der ADAC, ja, der in seinen Informationen auch sehr weit vorne ist, aber hier in der geballten Form finde ich das einfach mal klasse. In diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn ihr dieses Video teilt, weil ich finde es einfach nur wichtig. Ich freue mich natürlich auch über Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch liken und auch gerne kommentieren. Und ich freue mich natürlich auch über ein Abo, was ihr da lasst für den Kanal. In diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß bei euren Reisen und genießt die Zeit. Bis dann. Tschüss.